Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit Arezu. Ich bin Arezu und wir gehen in die Betthöhle, um ein bisschen rumzuschemikern. Und öffnen. Die Betthöhle. Hier wird es wahrscheinlich keine Rätsel geben. Ist der einzige Ort auf Arkham, also Arkham Island, wo es keine Rätsel vom Mödler gibt. Also, wahrscheinlich. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam, schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, Ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Batman! Uns ist alles okay? Mir geht's gut. Ja, das wird teuer. Ultra Batclaw. Upgrade der Batclaw kann drei Haken auf einmal abfeuern. Zusätzliche Befestigungspunkte erlauben es, aus der Entfernung strukturelle Schwächen in der Bausubstanz einzureißen. Ah, also statt des, wie hieß es doch, statt des Explosivgels, wenn man da nicht rankommt. Neues Primärziel, verhindere, dass Poison Ivy die Insel zerstört. Und wenn wir das verhindert haben, müssen wir auf jeden Fall hier die Löcher flicken, sonst findet jemand die Betthöhle. Hoppala. Mit Batclaw ziehen. Die Frage ist, worauf? Wo ist denn jetzt hier eine strukturelle Schwäche? Ich sehe nichts. Ja, ach da! Na, los! Verdammtes Button-Mashing, das ist so... Boah, gar nicht meins, das war doof. Oh, nee, das geht. Alles gut. Aber wie viele Ausgänge es aus dieser Höhle gibt, ne? Ach so, nee, Moment mal. Das hier scheint der... ursprünglicher Eingang zu sein, denke ich. Ach Gottchen. Also, zuerst auf die kleine Felsgruppe dort runterhopsen und dann mit dem Leinwerfer? Fragezeichen. Oh, da hinten ist der Rain Tower. Dann können wir den mal... Nö, findet er nicht. Na. Ja, es gibt ja auch das eine Rätsel mit der... großen Familie Gossams, die ganz über der Stadt ganz aufragt oder so. Hopp. Also der Flug hat schon mal geklappt, das ist schön. Und jetzt... Line Launcher. Wo ist er? Da ist er. On top. Kein Problem. Oh, hier können wir durchgucken. Ist immer schön, durch Dinge durchgucken zu können. Etwas, wofür Kryptonia zum Beispiel überhaupt keine Hilfsmittel brauchen. Wie komme ich jetzt hier weiter? Gar nicht, wie es aussieht. Ich höre Fledermäuse. Okay, muss ich hier noch rumspringen, auf Vorsprünge und so? Dürfte ich noch mal sehen, wo es lang geht? Da hinten ist noch. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt so. Oh, da hätte ich lang gemusst. Oh, 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 oh. Ui. Frag mich, was passiert, wenn ich hier nicht F drücke, um mich dort zu retten. Ob
mich dann der Joker irgendwann aus dem Wasser fischt. So, das haben wir geschafft. Und jetzt geht's da nach oben. Hui. Und sind wir jetzt wieder... Ne, wir sind nicht am Anfang. Da hinten ist nämlich noch eine Trophäe. Warum packt der Ermittler die dorthin? Was soll das? Uah, nicht gut. Uah. Okay, mit dem Line Launcher komme ich nicht rüber. Das heißt, ich habe mich einfach nur verflogen. Moment, wo war es jetzt? Achso, wir müssen erstmal hier zur Seite. Ja, klar. Doch, mit dem Line Launcher kommen wir hier rüber. Doch nicht. Stimmt, wir müssen erst nach oben. Kommen wir jetzt mit dem Line Launcher rüber? Kommen wir in der Tat. Uiuiui. Aber knapp. So, du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen Zeit gemacht? Ich habe hier ein bisschen zu tun, Edward. Edward. Meister des Namensaussprechens. So, wie kommen wir von hier weiter? Da würde ich ja gerne hin, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Und hier kommen wir auch nicht weiter mit dem Enterhaken. Hm. Ja, hier kommen wir nur wieder raus. Zack. Aber hier waren wir schon, ne? Ja, das hier ist der Zugang zu der Höhle einfach gewesen. Wir kommen von dort, sind hier raufgeflogen, müssen dorthin. Und wie es von dort aus weitergeht, ist dann die Frage. Hm. Hier durch kann ich ja nicht. Bin ich zu dick für. Dann haben wir wirklich gerade nur das Hochhopsen. Das noch höher hopsen. Oh, Moment. Dort. So, hier müssten wir richtig sein. Denn ich sehe keinen anderen Weg. Ja, hier sind wir richtig. Hier unten sind wieder die Grundmauern von Arkham. Uiuiui, zu spät. Angefangen zu gleiten. So, diesmal hat's hingehauen. Da bin ich gerade rausgekommen. Okay, hier müssen wir lang. Ach komm, Ivy, was soll denn das? Offenbar müssen wir hier doch nicht lang. Ach so, das hier ist der ursprüngliche Zugang zur Höhle. Okay, wir müssen jetzt so nach vorne und dann nach links. Ivy! Okay, dann kommen wir... Ach so, nee, stimmt, wir kamen von dort rechts und jetzt können wir hier lang. Okay, ich bin auf dem Laufenden. Keine Gegner, wie es aussieht. Dort haben wir eine einzelne Spore, die machen wir gleich kaputt. Au! Seit wann schießen die denn zweimal? Das ist gemein. Batman, ich führe eine Simulation über die Zerstörung, durch die Ivys Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Die kommen nicht weit. Die geben Mittel, die Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, was du brauchst. Gut, ich wüsste jetzt so gerne, was die Simulation ergibt. Also wie schlimm ist denn wirklich Währung? Da oben haben wir was. Und so. Gut, weiter geht's nicht. Diese Trophäe widmet der Riddler nicht mal einen Kommentar. Diese Trophäe, nicht diese. Na los, Spuck. Kann jetzt nicht so nah rangehen, wenn die zweimal spucken. Weil ich sonst einen Treffer abbekomme. Und das will ich nicht.
Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar. Das kenne ich doch schon, das Rätsel. Das habe ich schon gelöst. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. Oh, das ist Spuck. Wie kommen wir hier am besten durch? Da können wir rüber hopsen. Na los. Flop. Und top. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Tja... Dann gibt es ganz viele Titanfische. Hoppala. Okay, das ging gerade nochmal gut. Ich glaube, man ist tatsächlich... Oh, man kann tatsächlich schneller werfen, wenn man... Nee, wirkt doch nicht so. Ich dachte kurz, man könnte schneller werfen, wenn man den normalen Battering und den Quick Battering kombiniert. Und die andere ist einfach so kaputt gegangen. Flop. Hoppala. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Warum fragt sie, was passiert? Sie hat doch eine Simulation gestartet. Die sollte ihr das doch verraten, oder? Achso, mit dem Line Launcher dort rüber. On top. Da unten haben wir eine Pflanze übersehen. Ja, wir laufen mit Höchstleistung. Es pumpt das Zeug literweise raus. Was wird es bewirken? Wen interessiert's? Aber meine Mutter lebt unten bei den Docks. Ich weiß. Das weiß doch jeder. Rede nicht über sie. Jetzt höre ich die wieder nicht. Aber meine Mutter, es wird eine Verbesserung sein. Gibt's was zu lachen? Ich nehme an, du hast erledigt, was ich dir gesagt hatte. Hoffentlich. Denn wenn du lügst, kriege ich deine Augen und deine Finger. Verstehst du? Der Joker verbietet den Leuten zu lachen. Das ist auch irgendwie komisch. Hallo Leute. Na, wie geht's? Er ist hier! Nein, wirklich nicht. Du wirst bluten, Batman. Na gut, dran denken zu blocken. Das war die Eins. Und das war die Zwei. Und ouch, dem wird's nicht so gut gehen. Hallo? Kannst du mich hören? Unglaublich. Ich nehme an, das bist du da drin, Bats. Ja. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab. Glaubst du? Na gut, wir nehmen uns erstmal die Karte. Überwachungsfenster. Die Wasserqualität ist akzeptabel. Das sehe ich anders. Mhm.
Oh, hier sieht's anders aus. Okay. Das Wasser ist mit einem titanbasierten Abfallprodukt verseucht. Jeglicher Kontakt mit kontaminiertem Wasser ist tödlich. Gut, hier sieht's. Achso, Moment mal kurz, dann gehen wir mal kurz. Ja, okay, hier ist das Wasser grünlich und hier, wo es akzeptabel ist, ist es durchsichtig. Na gut, silbrig, was auch irgendwie beunruhigend ist, aber ich glaube, es soll durchsichtig darstellen. Oh, ein Tonband. Gut, sie beschwert sich über langsame Fortschritte beim sechsten Gespräch. Ja, das eine ist Mitte des Monats, das andere ist Ende des Monats. Und sie beschwert sich über langsame Fortschritte. Das. Die hat zu hohe Erwartungen. Ich meine, der hatte sein ganzes Leben, um total vermurkst zu werden. Ich mache nichts anderes. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Oh, cool. Anscheinend habe ich die E-Mail nicht bekommen. Hey, kommt mal her. Upsi. Das könnte auch bei den Herausforderungen, also bei den Schleichkämpfen, sehr praktisch werden. Sein. Wer ist mit euch da unten und lässt euch die Idioten aussehen? Mit wem redet er? Hier ist niemand. Und zack. Und zack. Und zack. Hoppala. Nee, kein Band. Ich dachte, da wäre noch eins. Und dann? Er hielt den Kopf über und prügelte ihn windelweich. Der Typ war am Ende. Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Will ich dir einen Trottel aus? Als ich ausfand, dass er kein Geld hatte, schnitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere Einzelteile raus und verkaufte sie. Ein reicher Typ läuft sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Kaufen einem die Leute sowas ab? Es gibt immer einen Käufer da draußen, was du auch verkaufst. Nette Geschichte. Hast du noch welche oder gehen wir zurück und passen auf? Ja, egal. Er hat gefragt, ich hab's ihm gesagt. Gut, da ist der eine Bewaffnete. Ich hatte eigentlich gehofft, den die vier ausschalten zu können, aber wir haben ein Tonband, das ist noch besser. Patientengespräch. Oh, Moment kurz. Aus! Aus! Diesmal machen wir es direkt so, dass wir alles von Anfang an uns anhören. Bei Poison Ivy haben wir uns ja das fünfte angehört und dann nochmal alles zusammen. Also, da. Na toll. So, jetzt aber. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Rachel Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein.
nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind... Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. So weiter so, Doc. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schneiden Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten. Auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde sie töten. Und dann Cash und danach Sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf. Sofort. Patientengespräch, Waylon Jones. Nur langsame Besserung. Was ist in diesem Haus geschehen? Nur Geschäftliches. Geschäftliches? Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Jemand zahlt nicht, also verdient er eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben Sie sie getötet. Ihre Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Zeit zu gehen, Croc. Steh auf! Was mir auch gerade auffällt, die Patientengespräche sind verdammt kurz, ne? Die Begrüßung kommt, nur langsame Fortschritte, dann der kurze Absatz und dann holt Cash ihn schon wieder ab. Ich weiß nicht, ob dieses Tick-Tack, das er jetzt schon 2-mal benutzt hat in dieser Reihe, also auch in den Comics vorkommt. Aber das macht nochmal die Ähnlichkeit der Geschichte zwischen Quok und dem und Mr. Cash ein bisschen ähnlicher zu der von Peter Pan, also nicht Peter Pan, sondern Peter Pans Captain Hook und dem Krokodil ähnlicher. So. Auf jeden Fall scheint sie ihm jetzt zu glauben langsam, dass er ein Kannibale ist. Okay, wir ziehen da mal kurz dran. Hallo. Und... Oh, verdammt, das ist der Falsche. Aua. Gut, den haben wir erwischt. Den. Oh oh. Aua. Aua. Wow. Hast du keinen Respekt vor deinen Mitarbeitern? Der nimmt schon wieder einfach die Waffe auf. Hoppala. Au, au. Nicht gut. Okay, das ist eine echt nervige Gruppe. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Lass dich tun, dass er dich schlägt! Oh, der hat ja die Waffe immer noch in der Hand. Der lässt ja auch nicht so einfach fallen, wie es auch. Au!
das nicht süß? Die kleine Fledermaus schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Benutze den Detektivmodus, um bewaffnete Patienten zu identifizieren und vor deinem Angriff Prioritäten zu setzen. Das klingt interessant. Warum hat mir das vorher niemand gesagt? Er hielt den Kopf über und prügelte ihn windelweich. Der Typ war am Ende. Hat er bezahlt? Nein, so nicht. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Will ich wie ein Trottel aus? Wie markiere ich? Ausfand, dass er kein Geld hatte, schnitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere so nicht. Teile raus und verkaufte sie. Ein reicher Typ läuft sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich markiere. Moment. Ah, brauchen wir auch nicht. So. Hallo. Diesmal lässt er bitte direkt die Waffe fallen. Aua. Und da nimmt er direkt die Waffe wieder auf. Das ist gemein. Hoppala. Oh. Da ist die Drohung nochmal ein bisschen schlimmer geworden. Kann Harley nicht schicken, also kommt er im Notfall selbst. Oh, oh, aua. Du wirst auf dem Boden. Aua. So, darf ich den jetzt? Nö, darf ich nicht. Achso, weil ich die falsche Taste drücke. Ich drücke schon wieder Steuerung statt Shift. Sollte man natürlich nicht machen. Gut, das war auch das Problem dann eben. Weil eigentlich benutze ich ja direkt Shift und Rechtsklick, um den sofort auszuschalten. Also solche Messerkämpfer. Aber wenn ich die ganze Zeit Steuerung klicke, dann ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert. So, wir machen erstmal ein paar Dinge aus. So. Wenn es nicht pumpt, dann kommt das Wasser auch nicht raus. Und dann ist alles gut. Na. Danke sehr. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Eine habe ich. Die Frage ist, wo ist Nummer 3? Und so. Nummer 2 erledigt. Oracle, das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Gut. Schauen wir doch einfach mal. Oh, hier haben wir noch ein Riddler-Rätsel. Wo? Ich sehe hier nichts. Vielleicht sehen wir was von oben. Aber davon lassen wir uns jetzt auch nicht aufhalten. Wenn man es direkt sieht, ist schön. Wenn nicht, dann machen wir das eben später. Gab es hier gerade noch irgendwo ein Rätsel, das aktiv ist? Okay, hier haben wir offenbar schon einiges gefunden. Gut. Hier gibt es noch irgendwo ein Gesprächsband, aber das wird nicht markiert sein. Oh, doch. Das ist markiert. Klar, das war nicht im... Hoppala. So. Lassen wir nebenbei laufen. Schon ist die Wasserqualität wieder akzeptabel. Hört ihr nicht zu? Ich sagte, stoppt ihn, aber er ist entkommen. Strengt euch mehr an! Wir folgen einfach den Rohren, dann kommen wir schon an. Kontrollraum, klingt doch schon mal gut. Uah! Ahem.
Okay, wir haben 7 Gegner. Steck deinen Kopf raus, dann blase ich ihn dir weg. Und wir können die Wasserspeier benutzen. Sehr schön. Dann tun wir das auch direkt. Hab keine Angst. Die Masse der giftigen Pflanzen hat wahrscheinlich die Fledermaus schon sein lassen. Und wenn nicht, kümmert ihr euch sicher darum. Helft mir! Passiert! Schneidet mich ab! Und das waren schon 2. Ah, verdammt, den hätte ich tatsächlich auch noch direkt wegnehmen können. So. Ich bin sicher, es kam von da. Oh oh. Da haben sie kurz in die richtige Richtung geguckt. Es sind noch 5 übrig. Ich sehe gerade nur 3. Ach, da hinten. Okay. Warte, ich gebe dir Deckung. Deckung gibt da. Das schreit förmlich. Hey Bats, nicht nach dem umgekehrten Ausschalten. Oh, oh. Ich will, dass du diese Typen verletzt. Sie bedeuten mir nichts. Aua. Hilfe. Das war nicht, was ich wollte. Hem. So. Au. Oh, ich sehe gerade, ich muss mal die Folge beenden. Hem. Dem Fledermausbaby doch mal hoch. Ja. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge und auch die Session. Wir haben ja sowieso einen Speicherpunkt gerade. Dann, ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns. Ja. Ich gerate gerne mal in der Verabschiedung in eine Schleife. Also, wir sehen uns. Lebt wohl. Hinter uns Kommentare. Adios.